Und damit willkommen zurück in den Tiefen des Weltraums. Wir werden alles erkunden und nötigenfalls in die Luft jagen. Oder in die Luft fliegen, so wie beim letzten Mal. Okay, Any sign of the beanie out there? Don't know. I got this marker jumping around on my display, though. Could be it. Try to follow it and keep me posted. By the way, if you need better tech, there used to be a trader around that area. Calls her shop the Flying Duchess. Maybe worth checking out. Machen wir das hier mal gleich zuerst. Mein Schild mag das nicht. Begrenzen wir mal den Schaden. Nicht mal den Dachschaden, aber den Schaden. I've been detected. Drop. So viele Marker, die ich aufsammeln muss. Gucken wir uns erstmal einen nach dem anderen an. Container hier. Mit Kredits. Biomasse. Zum Messerstörer. Ich hoffe, die sind versichert. Da. Ups. War keine Absicht. Ich sollte vielleicht wieder auf die Raketen wechseln. Zum Oh. Moment, irgendwas schützt den. Ein Schildgenerator oder sowas, vermute ich. Nee, der regeneriert zu schnell. Egal, erstmal das hier. Ich bin so kein großer, extremer Freund von der Knarre, ehrlich gesagt. Ups. Ich muss mir jetzt die Steuerung gewinnen. Nein! Falsche Taste! Off!
Gehören, was machst du schon wieder? Moment, ich muss mal eben. Ach, Moment, ich glaube, ich weiß, wie das war. So war das. Seine Bomben nehmen, um ihn selbst zu brechen. Gut. Mann, jedes Mal, wenn ich meine. Meine Waffe wechseln wollte, drücke ich mal auf die Taste 1 oder 2 und. Ja. Das ist blöd. That is just what I need. Gedroppt. Schade. So. Der kleine Asteroid war, glaube ich, zum Sprengen. Ja, sprengbar. Okay, da war noch die Höhle und die Piraten. Irgendwas wollen die mir sagen, glaube ich, mit den ganzen Minen, die ich finde. So, Moment, war das die Kristallformation, die ich eben abgeändert hatte? Ja, ne? Genau, da ist das Wrack. Dann da drüben. Looks like the pilot never made it back to his freighter. It may still even be there. So, den Vers hatte ich, glaube ich, auch noch nicht durchsucht. Da hinten ist noch Wrack. Da müsste der Störsender gewesen sein. Der kommt mir fast so vor, als hätte er versucht, ein Minenfeld zu legen und hätte sich selbst aber in die Luft gejagt. Ich muss irgendwann echt mal den ganzen Kram verkaufen. Da ist der Blinky Blinky. Ich fliege mal eben hier aber durch die Trümmerwolken. Weil hier könnten eventuell noch irgendwelche Sachen aufpoppen, Ressourcen an den Felsen kleben und was weiß ich was. Oder vielleicht noch Höhlen sein, die man aufsprengen kann. Da ist die Duchess. Okay.
use a blueprint. Bauplan für Gatlings. Neat. GMB-Jäger. Ach, das ist ein Frachter von GMB. Und sie hauen ab. Ich habe gerade kein Interesse daran mehr, den Tag mit GMB zu versauen. Ja, das ist die Adress. Rohstoffe. Ich glaube, dann können wir sogar auch schon wieder ein paar Upgrades besorgen. Ich weiß ja noch, dass es eine dämliche Idee ist, Händler anzugreifen. Deswegen lassen wir das hier. Oh, would you look at that? Customer or outlaw? Customer, I guess. But can't you be both? Not here at the Flying Duchess, you can't. I operate an honest business. I see. Say, you look like you could handle yourself very well in a situation. Are you up for some challenges? Hunting outlaws in a more creative way. I'll even throw in some reward for you. What do you say? Let me take a look. Herausforderung, Outlawjagd. Trotzdem möchte ich ihn mal eben reparieren. Ich will, dass ich Outlaws kille, aber ich habe jetzt völlig übersehen, wo ist denn diese Herausforderung? Oh, herstellen. Ich kann mir eigentlich eine Dings herstellen. Die Frage ist, wenn die besser oder schlechter als meine? Ich brauche Ersatzteile und Schalttechnik dafür. Habe ich beides nicht. Improvisieren, Primärwaffe. Stell Primärwaffe mit dem Sicherheitsgrad gewöhnlich her. Okay. Ich kann also Waffen. Ach stimmt, modifizieren gab es ja auch noch. Ich spare mir den ganzen Kram für Waffen auf, die später kommen. Erstmal muss ich rausfinden, wo man die überhaupt schließen will im Laufe des Spiels. Vielleicht finde ich ja sogar wieder so eine Alien-Strahlenknarre. Diesmal ohne dann den Nachteil, dass ich keine Schilde habe oder sonst was. Na, die Autos hauen ab. The Distractor hidden in a giant shipwreck surrounded by mines? I do remember a wreck. But it's been a while since we hit the beanies out there. Energie
keine Halterung. Klar, Raumschiffe werden auch immer mit Batterien betrieben. Eine Flak. Jetzt bin ich ein bisschen gepuzzelt. War nicht die andere eine Knarre, die... Nee. Aber das hier war die Schrotflinte, wenn ich mich nicht ganz irre. Das war mein Schild. There's nothing inside the wreck. At least no distractor. It's really close though. But where? Da haben wir ihn. Nein, Moment, das ist eine Anemone. Found it. It's infested with hydras. Oh, okay. That could explain the weak signal. Cleared it. Second one's up. Nice. One more and the show is on. Gut. Das hast du erledigt. So, gucken wir uns das rein noch mal kurz an. Das sah sie irgendwie komisch aus. Ich hätte die Dinge eingesetzt. Nö, ich glaube, dann habe ich hier eigentlich alles. Wobei, ich habe nicht diese 100% Geschichte. Also muss ich eigentlich noch irgendwas rumfliegen, was ich sammeln kann oder sowas. Muss man es erkunden. Ich war da drüben überall. Dutch ist, ich bin bei diesem Wrack hier. Da ist die Outlaw-Station, wo ich war. Die beiden Dinger sind es, wo ich die Rettungskapsel gefunden habe. Nö, mir fällt jetzt eigentlich nichts so weiteres auf, wo ich noch irgendwas finden könnte. Moment, das könnte noch was sein. Sieht aus, als hätte jemand die ISS hier abgestellt und dann vergessen. Hat man nicht irgendwelche richtig riesigen Raumstationen gefunden gehabt im Early Access? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe da irgendwie so dunkle Erinnerungen dran. Mal abgesehen von den ganzen Planetengeschichten. Okay, fliegen wir mal zur Duchess und gucken mal, ob wir die ganzen Pakete verkaufen können. Aha, Punktlandung. Welcome back. Good to see you in one piece. So, Moment. Ich habe meine Raketen oben drin, aber ich nehme die Korrosionssprengköpfe damit rein. Die EMP-Dinger lasse ich auch drin. Ihr. Keine Ahnung. Mehr Nanobots. Schadensprävention. Energie-Mixer hier, Gedöns. So, Moment. Upgrades. Reparatur. Ich habe nur 70% für Reparatur in der Schiffshülle. Ich muss mal Credits investieren. Metall, Altmetall. Isolationsgehäuse habe ich nicht so viele wirklich rumliegen, aber ich brauche nur noch 3 davon. Traktorstrahl, definitiv eine Investition, die ich haben will. Dafür brauche ich Energiezellen. Der Cruise-Antrieb. Geld habe ich nicht mehr. Das Haldiode Plasma. Ah, cool. Wenigstens eine Sache, die ich auffüllen konnte. Dann
herstellen. Hangar Shop. Korrosionsindex. Handel mit Ware. Alle Handelswaren in der Welt preisspannen, je nach System und Ort, an dem sie gekauft oder verkauft werden. Ihre Nachfrage wird durch die Farbe Rot, Gelb und Grün angezeigt. Wenn du Ware aus einem Frachtraum verkaufst, kannst du sie mit Gewinn verkaufen, wenn die Ware eine hohe Nachfrage aufweist. Wenn die Ware einen niedrigen Nachfrage aufweist, ist die Ware nicht ideal für den Verkauf. Wenn du die Ware von der Station kaufst und die Ware einen niedrigen Nachfragepreis aufweist, kannst du über einen guten Preis kaufen. Wenn die Ware einen hohen Nachfrage hat, ist die Ware nicht ideal für den Kauf. Das Wareninformationsfenster zeigt die gesamte Preisspanne innerhalb der DMZ als Linie an. Der hervorragende Segment dieser Linie zeigt die Preisspanne innerhalb des aktuellen Systems an. Behalte diese Information im Hinterkopf, wenn du handelst, Waren kaufst und verkaufst, um Gewinn zu maximieren. Ich habe keine Ahnung. Normale Nachfrage. Ich kann es auch zerstören, aber hier sind ein paar Rahmen. Überlege, ob ich mir heute Nudeln mache. Bauplanfortschritt. Nee. Bringt nicht viel Geld, aber wir verkaufen die Raketen auch. Oh, das ist gut. Hohe Nachfrage im System. Verkaufen wir auch alles komplett. Der kann weg, die können weg, weg. Die Raketen behalten wir noch mal ein bisschen. Ganz ehrlich, die Präzisions-Prime-Zapper-Keulguns weg und weg. Ich sehe gerade, ich habe eine bessere Gatling-Kanone. Die habe ich nicht übersehen. Weg. Ich habe eine Flak, die ich nochmal ausprobieren müsste, theoretisch. Das kann weg. Normale Nachfrage. Weg damit. Ich brauche Inventarplätze. Mainframe-Komponenten behalten wir natürlich. Das Ding geht auch raus. Das auch. Das hat gut Geld gegeben. Energizer SP. Oh. Mehr Nanobots können nicht schaden. Das Ding war das. Muss ich mal ausprobieren. Das funktionierte eine Weile ja ganz gut. Probieren wir sie doch gleich mal aus. Farbe. Hat sich gelohnt. Die Klamotten nehmen wir ihn auch noch ab. Und ich glaube, dann kann ich eigentlich einen Sprungantrieb reinschmeißen und meinen Frachter plündern. Why'd you call them beanbags? That was Maddox's idea. Said they make our indicator jump around like beanbags getting juggled. Juggled? Man, you obviously never had to endure shift duty. Hey, Station AI, give Adam all the data you have on juggling. Affirmative. Huh, didn't know we had access to an AI. We hadn't, until I just repaired it. Cool. And, who's Maddox? Oh, just some moron I used to surf with. Scrap, the filter's rattling again. Talk to you soon. Holen muss das Notsignal. Kann ja sein, dass ein paar Piraten meinen, sie müssten mich abfangen. Und ich fange sie ab mit einer Flakkanone. Jimmy-Frachter.
mein Freund. More outlaws. They're everywhere. Hang in there. Scrap. My hull integrity is getting low. Use some nanobots to try to make it to a nearby station. They'll patch you up there. Looks like that was it. Thanks for your help. Collect enough blueprints, win a prize. Hat mich fast das Leben gekostet. Die Anlage oder das Schiff hier sieht ziemlich mitgenommen aus. Das ist ein Schiff. Aber ich sehe nur diesen kleinen Frachthopper hier. Nö, schade. Ich dachte, da könnte man eventuell was absahen. Da ist eine Kiste. Ja, besonders Wracks. Hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Fragezeichenbauplan für Imperie-Raketen. Ein Schildgenerator. Der genauso mies ist wie meiner. Wuhu! Kann ich nicht einfach mal ein bisschen Glück haben mit dem Dude? Verkabelungssätze. Wenn einmal nicht das Kabel reicht. Wäre mal ja cool, man könnte so ein Spiel spielen, wo man einen Kreuzer fliegt oder sowas. Oder ein Kanonenboot oder so ein Scheiß. Irgendwas Großes möchte ich haben. Ich meine, es gibt das Spiel Battlecruiser 3000 oder so ähnlich. Aber das ist ja, wenn ich mich nicht ganz irre, unter der Feder von Derek Smart entstanden. Was erklärt, warum das Spiel so eine grottenschlechte Steuerung hat. Und völlig unverständlich ist. Mein Schiff vernünftig anpinseln. Dafür war die Flackerung auf jeden Fall sehr geil. Schiffsfarben. Nice. Münzgold. Alter. Ich kann mein ganzes Schiff golden färben. Wie jemand, der so viel Geld hat und keinen Geschmack besitzt. Schild. Das sind ja nur Drohnen. So, okay, erklär mir mal, wie ich da reinkomme, du Schweinchen. Irgendwo muss doch eine Lücke sein, wo man reinschlüpfen kann.